Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade immer Lister Snap PDC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. Wir sind wieder zurück. Ich habe Düngen. Ich kaufe da mal den Hänger für den. Ja, genau. Und zwar haben wir dann jetzt einen Hänger mit drauf genommen. Kostet 2500 Euro. Ja, also. Er hat blau. Ist das okay? Oder soll ich einen rotfarbig mal figern weiter mal? Aber mir ist das tatsächlich wurscht. Kannst du machen, wie du willst. So, ich sehe noch schön meine Bahnen. Ja, passt. Ach ja. Hier kann ich dann erdrehen einmal. Sagt es halt ausschalten und hoch da. Oh ja, das ich kaufe doch rot-schwarz. Kostet genauso viel. Oh, da muss ich nochmal. So. Vielleicht das gute Teil. 2500 Euro hat es ausgemacht. Ja. Man muss sagen, war seit langem der billigste Hänger. Bin schnuckelig. Und ja, wenn es vielleicht in der letzten Folge nicht ganz so flüssig gelaufen sein könnte, was auch immer, ich musste meinen Nvidia-Treiber updaten. Aber jetzt sagt man das immer auf dem neuesten Update und habe das Gefühl, es läuft auch wieder wesentlich flüssiger. Einfach immer die Treiber updaten. Was wolltest du sagen? Verlust, Spiel abgestürzt. Nee, nicht alles. Ja, aber eine andere Zeit. Nein, gar nicht. Dann bringe ich 2800 Euro auch nicht für ein Spiel abgestürzt. Kritisch. Nein, ist der PC abgestürzt, was? Ja. Es ist ein Problem aufgetreten, traurige Smiley. Bitte versuchen Sie später erneut. Nee, schön, finde ich toll. Oh ja. Haben wir jetzt ja alles, schon vergesse ich wieder was da unten. Nee, ich hatte mir noch nie Probleme, nein. Nee. Ach ja. Ich meine, jetzt habe ich wieder so eine scheiß Palette, die man da runter will. Man kennt sie. Die guten alten Palettes. Alter. Ist oben. Perfekt. Aber eine hartnäckige, sagst du? Bisschen mittig schieben, fuck it. So, nehmen wir mal nochmal Schlüppchen. Gut. Also, ich spann gut drüber. Nehmen wir nochmal ein Schlückchen von meinem wunderschönen Duschgel hier, aka danke. Red Bull Weiß. Das ist kein Duschgel, das schmeckt geil, also ich mag's. Es schmeckt dann nach Kokosnuss. Ja, aber es verbindet halt mit Duschgel, weil ich als oben stehen habe in der Dusche und ist genau das gleiche. Moment, du willst es gerade sagen, du duschst dich mit Red Bull ab? Ja, wahrscheinlich. Oh ne. Aber na, ey, Der läuft schön hinten nach. Ja, das Hänger, ne? Irgendwann, was ist so witzig? Der kann nur irgendwann nicht stimmen. Ist nur minimal doppelt so breit wie der meiner. Ach so. Ja, wenn man innen an sich fährt, geht's. Mir fällt gerade auf. Der Hänger ist relativ alt. Hat aber Druckluft. Ja, nachgerüstet, wenn möglich. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Da brauchst du ja komplett neue Achsen. Also mit 35 läuft er ruhig. Ab dann? Niemals so, sagst du. Nee, also. Da weiter mein Gap auf 35. Ach so. Ja. Das gute Premium Chicken Feet. Wird schön auf einem Hänger gebracht. Dass unsere Hühner auch Verpflegung haben. Ja, ja. Letzte Aufnahme ist 2 Tage her. Ne, ein, oder?
Ein Tag. Ein Tag. Ein Tag, ja. Egal. Schnäbel von den Hühnern sind kaputt. Die Pink. Ey, ich mach den da jetzt mal ein bisschen. Nee, das kann ich mir nicht anschauen. Wenn man ganz kurz die Landschaft braucht. Ja. Oh nee, oh nee. Zum Schluss heißt noch hier Tierquälerei, weil wir unsere Hühner auf Beton rumpicken lassen. Bodentief. Was machen wir denn? Haben wir hier nur einen Längsband und dann haben wir das Ding, glaube ich, abgeschlossen. Aber bei Feld nochmal einmal. Würde ich tatsächlich sagen. Wenn es dann möglich ist. Ja, Büro hat noch ein bisschen zu tun, aber hat's auch bald. Na, ja, drehen wir ja nochmal. Machen wir die Ecke auch mit. Perfekt. Wir fahren mal kurz zu unserem Feld vor. Ja, wie viel Arbeitsbreite hat jetzt der Düngerstreuer gleich nochmal gehabt? 15 Meter, oder? Ich bin auch schon weg. Ja, glaub schon. Oh, dann gucken wir uns das mal an hier. Mal hier rein ins Fisch geflügt. Geht's überhaupt zu düngen, ja, ne? Ja, geht wunderbar. Also die Breite dürfte eigentlich so ziemlich gut passen. Oh, wie lange habe ich das schon immer gemacht? Guck mal her, also ich find's jetzt so besser. Warte. Hab ich da Waldboden genommen? Ne, hab ich nicht. Ich hab Waldboden genommen. Perfekt. Statt Erde. Passt das? Nee. Jetzt hat Vater danach. Naja, 20 Meter hat er gehabt. War sogar noch voreingestellt. Hä? Was für ein Delta? Hallo? Jetzt passt's. Flo, steig mal ganz kurz den Weidemann ein. Ja, mach ich gleich. Die Dünge bloß nochmal schnell fertig. So. Oh. Hat sein Pommer nicht reingegangen. Komm dann gleich zum Hof, dann kann ich es mir angucken. Damit wir da unten reinpassen. Hab ich einfach mal. Ich soll keinen Huhn zusammenfahren. Bis dahin haben sie noch keine Produkte. Hast du ihnen schon was geben? Nee, noch nicht. Ich bin gerade noch am Ranfahren. Weil ich mag das Premium Chicken Feed als Premium Chicken Feed reintun. Macht man das hier? Ah, hier ist drin. Ah, okay, wir brauchen doch kein kleineres Dingsbums. Wir brauchen doch keine Schubkarre. Okay. Kann man von außen füttern. Boah, die fressen aber ganz schön viel, du. 1000 Liter sind schon mal drin. Ich ja, unser Kopf überfahren. Was? Achso, unser Kopf. Oh nein! Das geht doch nicht, der Google.
kann man immer mehr Hühner bekommen. Oh nein. So, dann haben wir das hier auch, dann lasse ich den mal hier stehen, weil der Bürger noch nicht ganz fertig ist. Oh, sagt Mutter aus Handbremse drin. Na komm, ah! Oh, ich häng fest. Oh ja, schaut gleich viel schöner aus, wenn sie Bilder hier rumlaufen können. Hier ist unser neuer Anhänger. Ah ja. Ich habe das Premium Chicken Feed auf den Huhn draufgestellt. Perfekt. Jetzt haben wir noch eins weniger. Oh. Ich bin dir da auch nur jetzt sind auch, wir sind da drüber gelaufen gerade, ja. Spawnen wir dann eigentlich, wo spawnen hier dann eigentlich die Eier? Wahrscheinlich außen draus irgendwo, ne? Wahrscheinlich hier. Können die überhaupt Eier spawnen? Ja doch, normalerweise schon. Also es ist auf jeden Fall so ein Platz zu platzieren da. So. Ja, düngt ist alles, das heißt, wir haben so irgendwie nichts mehr zu. Ich guck mal, was missionstechnisch gibt. Warte mal ganz kurz, ich kuppel düngen, den an. Nochmal düngen. Oh, es gibt ein paar Düngemissionen. Oh, es gibt viele Dünge. Hm? Ich habe es dir mal angehängt, ne? Ja. Warte mal gerade hin. Ja. Der Hänger ist halt doppelt so breit wie der Weidemann. Nein. Das passt schon. Wo pressen wir jetzt den rein? Wollen wir ihn hier irgendwie reinstellen? So neben Weidemann hin? Oder nee, bei den Schäfchen irgendwo? Ich hab vielleicht einen Plan. Oh, ich renne wieder nach. Die Wiese. Vorweg gesagt, ob da kein Schäfchen hin. Da hinten ist ja noch frei. Wo ursprünglich mal die zwei Wegen drin waren. Ach so, ja. In einem komme ich da, glaube ich, rum. Ich komme nicht mal rein. So viel zum Thema. Oh nein. Jetzt hilfst du reinkommen. Oh. Du passt da nicht durch, jetzt stehst du auf der anderen Seite an. Steh ich voll scheiße dran. Ich lass dich da mal werkeln, ne? Ich lass dich da mal werkeln. Ihr guckt ja mal zu unserem Silo, wie es da denn so aussieht. Wird zwar noch nicht reich sein, sind so sicherlich gegärt. Ringhörner. Oh doch, 55% schon. Dodge, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist auch noch ein bisschen was. Ja. Könnten halt Pensionen machen, ne? Na, ich suche mal die Kosten raus. Düngen, akzeptieren. Mach mal einen starken Bauer ein. Ja, warte gleich. Hier. Da haben wir nochmal einen mit 4000. Nochmal einen mit 4000. Nochmal einen mit 4000. Beziehungsweise 8000. Nochmal 4000. Nochmal 4000. Hey. Ja, ist denn ja auch fast 4000. Zack. Ja, dann darf man nochmal düngen. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Die Deiche steht unterm Hänger mit dem Weidem. Oh. Eieiei, ja. Viele Missionen. Eieiei. Jo. Nee, schön. Wie hast du den gekriegt? Ich weiß es. Kann auch nicht sehen. So. Kriegen wir den da wieder raus? Nee. Das ist wieder schief. Ich mach das schon. Okay. So. Ja, passt. Der kann steht da jetzt schön. Kann man stehen lassen. Ja. Ich hab da. Also, ich glaube, wir könnten uns einen Düngerstreuer mieten. Wieso? Schauen wir ganz kurz in die Missionen rein. Wir haben doch einen. Wir sind. Was war jetzt?
Nix, alles gut. Okay. Düngen. Maybe, vielleicht. Da gibt's noch mehr. Ja, noch mehr. Das sind ja alle Düngemissionen. Ja, das ist das Krasse, deswegen habe ich die alle angenommen. Und deswegen bräuchte man dich als Hilfe zum Düngerstreuen, weil wir haben erstens so nichts zu tun. Und ja. Also ich arbeite. Alle Düngemissionen an. Feld 3. Ich fahre mal zu Feld 3, weil die gibt 8000. Wir sind Feld. Ah, Feld 3 ist direkt vor mir. Feld 40 gibt auch 8000. Deswegen haben wir gedacht, wir sind auch schon im B-Trag oder sowas. Dann mietst du mal schon Düngerstreuer und dann geht ab. Ja. Nein, jetzt. Oh. Was passiert? Nix. Okay. Der hört sich sehr glaubwürdig an. Nee, so passt nicht. Ja, so schon eher. Ah, ne, warte, wie war das so? Nee. Alter, ist der Bürger schon wieder im Gange? Ja, ja. Der arbeitet schon die ganze Folge wieder. Ah, okay. Ja, doch. Der 61.05. Ah. Der ist schon wieder fast durch, ne? Was meinst du? Die Bühre. Achso. Ja, ja, der ist vielleicht ganz normal. Bloß halt Brandinfo. Spring ja nicht in Weidemann rein. Nee, hatte ich auch gar nicht vor. Besser. Also, jetzt, wo du es gesagt hast, Tab. Nee. Ich lass es mal so stehen. Ja. Soll ich den vom Quernerland DLC nehmen? Der hat 40.000 knapp und hat 24 Meter. Ja, kannst du gerne machen. Kostet bloß 24.000 halt. In der Miete? Kaufen halt. Und Miete 1000. Ja, ich würde tatsächlich nur mieten dann. Ja, ja, das mein. Ja, ne. Also, ja, egal, ja. Dann nimm den. Hab gemietet. Ja, die Folge werden wir dann noch ein bisschen Weder düngen. Und ich glaube, den Rest wollen wir dann mal, gucken, ob wir es in Timelapse machen oder in einfach offline. Ich mache einfach mal. Oder im Stream. Ja. Da muss ich, noch einen Link unten reinhauen dann, ne? Nein. Maybe, vielleicht. Was? Wie komm ich jetzt da drauf? Keine Ahnung. Ich hab echt ein Video von dem anschauen. Ja. Sag mal, nachher mal, ist hier die adaptive Lenkung an? Mann. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich ist ja. Das kann ich dir nicht sagen. Oh nee. Frag mich nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin. Oh. Der Zug ist jetzt wieder da drüben, ist er, kommt er wieder links. Frag einfach nicht. Oh, der schaut ganz putzig aus. Gestreuer. Oh, was ein Feini. Oh. Also bis jetzt geht's ohne Gewicht vorne. Ja, er ist leer, ne? Ja. Hinter wem hast du überhaupt dran gemacht? In den Steirer, oder? Nee. Im B3? B3 genommen. Achso, okay. Ja, da haben wir das Tonnengewicht noch. Irgendwo an 400 Kilo wird, glaube ich, reicht. Ja. Wir müssen doch den B3 nicht immer so ein riesiges Gewicht vorne dranhängen. Die gute Vorderachse, aber Mann, ey. Und ich sammel da mal die restlichen Viehzellern so auf. Viehzellern? Von Dünger. Also. Ja, da die haben wir noch einen vorne nicht, stehen. Die wohl für dich zu schlecht sind. Ey. Aber man denkt, das ist schon krass, die komplette Mission, das bestehen eigentlich einfach aus Düngemissionen alle. Ja.
Oh ja, Junge, das sind ja alle Frameblocks-Feedseller. Echt jetzt? Ja. Hä? Hinten immer unterschiedliche Düngerzahl. Jetzt hatte ich 93, jetzt habe ich 74. Okay. Am Anfang hatte ich 64. Dann stand auf einmal 59 dran. 93, 74. Okay. Gut. Ja. Na ja, mach ich gleich durch. Was war jetzt gleich nochmal? Fertilizer, was Ding, okay, ja. Ja. Dann machen wir die Lutze mal voll. Wo werden wir denn jetzt hin überhaupt? Ich fahr mal zu Feld 6. Wo ist denn Feld 6? Keine Ahnung. Ah, über dem Ding. Müssen wir Feld 5 auch? Feld 6 ist über. Ja, wir müssen fast alle Felder. Was? Ja, wir müssen fast alle Felder tun. Feld 6. So, ja. Feld 4. Feld 5 auch. Also ich mach schon mal Feld 5 und 6. Das ist jetzt direkt aneinander. Ja, ich bin jetzt auf der 3. Dann mal gucken. Was da noch so alles kommt. Also, er packt's ohne Gewicht vorne, den B-Truck. Okay. Okay, doch nicht. Ja, aber so ein Huckel drüber hüpfst du vorne, wie immer. Aber es geht. Zack. Nur noch eine Bahn, dann müsste eigentlich schon bald kommen, der Auftrag erledigt. Da müsste er schon bald kommen. Oh nein, doch nicht wieder so denken, Mann. Die hohe Jugend heutzutage, nein, nein, nein. Du bist auch noch in der Jugend. Ha, hab's genommen. Aber ich denk nicht so pervers. Sagt wer? Nur weil das mich in der Aufnahme zeigt. Schon. Nicht verraten. Oh. Oh Mann, hey. Ja. Aber ja, ich ziehe noch so meine letzte Bögen. Aber wir sind ja für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf drauf haben, falls natürlich getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war von mir. Wo geht's denn hier rein? Keine Ahnung. Dann sehen wir uns. Ah, ne, gehen wir weiter. Dann sehen wir uns schon bald in einer weiteren Folge hier auf der Erle. Gerade immer das 19. Pin.de und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.